Hatschi! Puh, Mario ist wirklich erkältet hier in Kapitel 7 auf dem Weg zum Mond. Kann ich jetzt endlich? Danke. Den Sperrsplitter hier halten, den ich vorhin gefunden habe auf Screen. Yeah! Genau, wir sind jetzt in dem Schneegebiet. Natürlich wird sich Mario hier erkälten, wenn er nicht aufpasst. Aber wir müssen hier trotzdem hindurch, denn am Ende unseres Weges wartet ein Weg zum Mond auf uns, wo sich der nächste Stern, das nächste Sternjuwel befinden soll. Ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, aber das macht ja nichts. Und die hier machen uns irgendwie auch nichts. Scannen wir die mal ganz kurz. Tada! Das ist ein Frostpiranha. Frostpiranha sind eiskalte Piranha-Pflanzen. 10 KP, 5 Angriff, keine Verteidigung. Ihr eisiger Atem kann ich einfrieren. Nein, ist also wieder vorher selber. Feuerattacken mögen diese Biester gar nicht. Das solltest du ausnutzen. Denk aber nicht mal daran, Eisattacken zu nutzen. Diese werden von ihnen nämlich einfach absorbiert. Das macht Sinn. Wir haben hier ein paar Orden ausgerüstet, womit wir neue Attacken einsetzen können. Ich weiß nicht, ob der Erdbeben sich lohnen würde. Dass der Hammerschlag auch die hinteren Gegner beschädigt. Würde ich eher ausprobieren. Außerdem kriegen wir gerade einen Buff. Und bam! Ja, not bad. Also 9 Schaden auf den vorderen hätte ich gerne vorher gehabt. Bevor ich ihn ganz am Anfang des Kampfes geschadet habe, aber passt schon. Jetzt müssen wir nur kurz ausweichen. Leider bin ich noch vom letzten Mal angeschlagen. Aber letztes Mal haben wir auch schon gegen ein paar Eisgegner gekämpft. Das lief nicht ganz so gut, könnte man sagen. Ehrlich gesagt, was mache ich jetzt eigentlich? Ich glaube, ich werde mit Gombrina den Kraftkurs einsetzen. Drücke A, B und A abwechselnd, wie angezeigt. Aha. Komm her, Mario! Komm her! Mua. Oh! Danke! Mamma mia! Dann machen wir noch mal Ultraschläge! Hast du jetzt mehr Damage gemacht oder kriegen wir jetzt einen extra Zug? Wie war das jetzt? Mit dem Kuss. Aber wir kriegen einen extra Zug! Das ist cool! Aber welcher davon ist jetzt besser? Ich würde mal sagen, den Wirbelschlag, der kostet weniger und die sind ja eh beide ziemlich angeschlagen. Und ich hab's versaut. Ah, ja. Ja. Alles klar, Spiel. Alles klar. Boah, ich bin fast tot. Oh, no. Ist ja gut, dass wir diese Orden haben, aber dennoch. Ah, das macht Schaden. Da gibt mir so einen Hammer, der so als Item oder so. Ich bin voll in der reingehauen. Was sollte das? Ja, aber der Kampf gegen die Piranhas hat sich schon relativ gelohnt. Die geben sehr viele Erfahrungspunkte. Klar machen die viel Damage, aber ist auch unsere Schuld, dass wir... Oh, hi. Ist auch unsere Schuld, dass wir nicht auf KP leveln. Also, zumindest habe ich das schon länger nicht mehr getan. Guck, ich habe es einmal gemacht, oder? Ein, zweimal? Jedenfalls nicht sehr oft. Wir haben aber noch genug Superpilze, um uns aufzuheilen, falls jetzt noch ein paar Gegner kommen sollten. Vielleicht finden wir aber jetzt auch schon eine Stadt mit einem Heilblock. Oder zumindest irgendwas ähnliches in der Art. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen, aber nein. Die Kämpfe gehen sofort weiter. Aber man muss auch sagen, die Musik hier in diesem Gebiet ist so geil. Besiegt viele Gegner schon mit einem einzigen Schlag. Der Sternenblitz. Die angezeigten Knöpfe in der richtigen Reihenfolge. Wie viel Damage muss nochmal? Ich muss es ausprobieren. Ich hab's nicht mehr im Kopf. BBA. AYAX. BAAXX. Max. Okay, fast, falsch. Yeah! Wie gesagt, durch Mario und Luigi spielen bin ich da komplett Bastard drin geworden. Instant tot! Okay, die Attacke hat nicht gelogen. Geil! Habt ihr gesehen, wie viel Erfahrungspunkte das uns eingebracht hat? Und guck mal, das kostet nur 2 Sternleisten. Wir haben so viele.
Ich würde sagen, wir machen es direkt nochmal. Was hindert uns dran? Nichts. Wir können es theoretisch einfach machen. Wir machen so verdammt viel Damage mit. Direkt nächstes Level ab und nächstes Level ab. Ja komm, let's go. Bam, bam. Jetzt, ich will jetzt nichts drücken. Am Ende zählt er das noch. Ja. Das meinte ich. Am Ende zählt er das noch. Ich habe den Stick bewegt. Ja, okay. Versuchen wir das erneut. Ja? Versuchen wir das erneut. Ich weiß, die XP sind jetzt weg und ich muss den Gegner neu besiegen, aber das ist nicht so schlimm. Zumindest lernen wir ein bisschen was. Normalerweise soll man das eigentlich erst, lernen, bevor man ein Kapitel geht. Da gibt es ja diesen Master Toad, dieser Lilane, mit dem kannst du reden, dann sagt er dir, yo, was willst du üben? Komm, wir üben ein bisschen was. Aber warum zählt das, wenn ich den Stick bewege? Das ist ja mega dumm. Weil den Stick zu bewegen kommt jetzt nie als Prompt auf. Also macht das ja eigentlich gar keinen Sinn, finde ich. Habe ich hier ein Zeitlimit übrigens? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, deshalb beeile ich mich immer, aber ich bin mir nicht sicher, weil bisher habe ich noch keins gesehen. Aber es wäre doch viel zu einfach, wenn es keins geben würde. Weißt du, ganz langsam, Y, B. Ah, okay, cool. So. Aber genug geschwafelt. Und jetzt wird wieder der Kopf zerstört. Level up! Was werden wir nun diesmal endlich upgraden? Wird es endlich KP sein? Oder BP? Nein. Ihr kennt mich, ich ändere mich hier nie. Immer die OP. Wir haben schon 36 Ordenpunkte oder so. Das ist ziemlich viel. Das ist wirklich ziemlich viel. Schauen wir mal, ob wir jetzt ein paar Orden neu dran heften können. Oh, BP Plus ist schon ein nicer Orden, gebe ich zu. It's not bad. Aber ich meine, ich hatte hier irgendwo einen Orden, der 6 gekostet hat. Erhöht die Gesamt-KP deines Partners um 5. Auch nicht schlecht. Kraft plus. Beide habe ich. Okay. Hier Verteidiger P. Richtig geil. Aber nee, ich glaube, das war vielleicht unnötig, das zu leveln. Weil das meiste, was ich haben wollte, habe ich eigentlich hier schon. Ja, doch. Obwohl, warte mal, KP plus P erhöht die Gesamt-KP des... Das habe ich doch gerade gelesen, bin ich dumm? Hi, bin sie wie du? Ja, okay, meinetwegen. Oder haben wir das noch gar nicht mit Mario? Doch, haben wir, hier, KP plus. Das heißt ja wirklich, wir haben KP nur einmal gelevelt und ansonsten einen Orden benutzt dafür. Oh mein Gott. Okay. Das ist aber gut. Jetzt hat dieses Schalten Wert um 1. Funktioniert nicht bei Angriff und Verteidigung umgehen. Ah, für Marios Verteidigung steigt um 1, ist aber auch geil. Okay, ich weiß auf jeden Fall, worauf ich als nächstes spare, wenn ich meine OP wieder level. Ja, ja. Lass mal. So, passt. Weiter geht's. Warum sind das so viele Gegner? Ich will mich jetzt nicht OP leveln, ja? Wenn, dann level ich mich halt, wie es läuft und... Hö! Oh, KP plus P-Orden. Einen weiteren. Ja, man kann ja stacken. Das heißt, wenn ich einen habe und dann nochmal den gleichen aktiviere, dann zählt es nicht als plus 1, sondern als plus 2. Achso, ja, krass. Warum soll ich fliehen? Warum soll ich fliehen, wenn hier richtig viele Erfahrungspunkte vor mir stehen? BBX? Büchs. Büchs. Ab in die Büchs. Ab in die Büchse mit dir. Xiaia. Xba. Ganz viel Nonsens. Büja, bababa. Bye, bye. Das soll es heißen. An die Gegner. Psch. Ich weiß nicht mal, wie viel Schaden das macht. Es killt sie einfach. Es ist so unfassbar stark, es killt sie einfach. Und wow, hatten wir jemals so viel... Wir hatten jemals so viel Erfahrungspunkte bekommen. Wir hatten ja einmal dieses große Glück, dass Erfahrungspunkte verdoppelt wurden in irgendeinem krassen Kampf. Und apropos krass, Großfrostheim. Das ist ein ziemlich krasser Ort. Überall... Dornenzäune und alle frieren hier den Arsch ab. Das heißt ja Großfrostheim, hä?
Und wo ist jetzt die Kanone zum Mond? Fragen wir am besten erstmal einmal die Dorfbewohner. Okay, das geht doch ziemlich gut. In diesem Dorf wohnen die Bob-Oms. Sonst gibt's hier nichts. Wie man unschwer an meinem reservierten Verhalten merkt, öffnen sich viele Bob-Oms nur anderen Bob-Oms. Nitrof aus Großfrostheim. Er ist ein sehr offener Bob-Om. Aber hat doch gerade gesagt, ist er nicht. Übrigens, wohnen hier wirklich nur Bob-Oms, oder? Und du kannst sagen, was du willst, aber für mich sehen sie alle gleich aus. Hey, das sagt man aber nicht. Ist nicht lustig? Kein Fall. Das ist Salp Jotre aus Großfrostheim. Sein Hobby ist wohl das Bartlesen. Besser wusste er allerdings gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Meinst du, er hat sich das selbst ausgedacht? Willkommen in Großfrostheim, aber das ist ja ein toller Bart, mein Freund. Weißt du, dein Bart sagt viel über deinen Charakter aus, junger Mann. Also dein Bart ist dicht, schwarz und buschig. Also, du bist eher der sture und eigensinnige Typ, der immer nur tut, was er will. Wo ich das weiß, ich habe quasi ein Diplom in Bartforschung. Ja, ist dein Bartlevel auch auf 100 gelevelt? Ja, hast du das? Hast du das? Ich glaube ja wohl nicht. Vielleicht soll ich sie alle nicht mobben. Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Bin mir nicht sicher. Das ist ein Bob-Om aus Großfrostheim. Schnee und Kälte scheinen dieses Bob-Oms, diesen Bob-Om ja gar nichts auszumachen. Diesen Bob-Oms? Achso, sie meinte gerade alle Bob-Oms, okay. Ich dachte, meinte nur den einen. Da, wo ich herkomme, ist es schön warm. Ich könnte es hier nicht lange aushalten. Hatschi! Gesundheit. Du magst Schnee? Hier ist es das ganze Jahr über verschneit. Ich mag es besonders, wenn der Schnee früher am Morgen in der Sonne glitzert. Verstehe. Das ist Dynamitri aus Großfrostheim. Der Name ist geil. Der Name ist geil. Auf mich macht er allerdings keinen besonders explosiven Eindruck, auch wenn der Name was anderes deuten würde. Was? Ach so, du meinst, dass der erste Eindruck täuscht? Ja, never judge a book by its cover. Ah, Reisende, hallo, zum ersten Mal in Großfrostheim? Was? Die Großkanone? Huch, Entschuldigung, ich war wohl ein wenig abwesend. Also er weiß nichts. Oder will uns nichts sagen. Und schaut mal, wer wieder hier ist. Die drei Toaddamen, die überall sind. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Eigentlich wollen wir in Großfrostheim Skifahren und Eislaufen. Aber hier ist ja gar nichts los. Oh, es ist so kalt, viel zu kalt hier. Ich hab doch gleich gesagt, wir sollten erst einmal im Reiseführer nachlesen. Ja, warum seid ihr überhaupt hier? Das ist kein schöner Ort zum Reisen. Und ich wette mit euch, hier drinne ist die Kanone, aber wir werden nicht reingelassen. Normalerweise sind die Schatten immer mindestens 2 Screens lang. Und ja, hier ist es auch so. Deshalb schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Das ist Explosive aus Großfrostheim. Er wäre gerne ein großer, starker Bob-Omb. Ich kann das verstehen. Den Schneebob-Oms hat er gebaut, weil er auch gerne so groß und stark wäre. Oh. Schau, ich habe einen Schneemann gebaut. So groß wie der will ich gerne auch mal werden. Aber ich habe keine Lust, im Frühling zu schmelzen. Nee, ich glaube, ein Schneemann hat ein hartes Leben. Und auch ein ziemlich kurzes. Naja, okay, kommt drauf an, wo du lebst. In Kanada ist er ein bisschen länger, aber in Deutschland eher nicht so lang. Ein Papa aus Großfrostheim. Anscheinend mag er nicht mehr im Schnee spielen. Ob es ihm in Falkenheim oder auf der Isla Corsaria sogar wohl gefallen würde? Immer nur Schneemänner, Iglus, Schlitten fahren. Irgendwann hat man von dem ewigen Eis wirklich die Nase voll. Ja, ich auch. Voll die Nase voll, Mann. Und was machst du wieder hier? Oh, bonjour, Monsieur. Man hat mich aus dem Pop-Up-Haus geworfen, weil ich der Mademoiselle an der Rezeption zu viele Komplimente gemacht habe, du verstehst? Und jetzt habe ich mit meiner heißen Liebe den Schnee zum Schmelzen bringen. Hasch! Gesundheit. Oh, wer bin hier? Babette? Nein. Die Rezeptionistin des Baumhauses. Also, Marie, wer ist denn bitte Babette? Hallo? Ich bin die Einzige hier. Achso, ja. Geht weiter. Ja, schön, dass es so weit draußen einen derart heimeligen Ort gibt. Nach anstrengenden Kämpfen kannst du dich ja also ausruhen. Ob ein Haus in so einer einsamen Gegend, wo er viele Gäste hat? Ja, ich brauche mich nicht ausruhen eigentlich. Passt eigentlich noch. Willkommen im Bob-Oms Haus. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Na, 15 Münzen? Nee, brauchst nicht. Okay. Warte mal. Hier ist die Kanone und das habe ich zum Glück gefunden.
ab und zu mal springen oder mit dem Hammer draufschlagen kann nicht schaden. Und okay, du leitest hier als Bob um den Shop. Diese ganzen Shop-Punkte mache ich dann irgendwann später vielleicht, falls ich so eine Afterstory, sage ich mal, noch so 100% machen sollte. Dann kann man das ja machen. Jetzt erstmal will ich nicht mein Geld ausgeben für ganz viele Items, die ich nicht brauche. Oder Spielzeug einfach machen. Bamf aus Großfrostheim. Er spricht ganz offen, wie es ihm in den Sinn kommt. Ehrliche Leute mag ich eigentlich recht gerne. Ich weiß von nichts. Die Kanone von Großfrostheim. Nie gehört. Wirklich. Du stehst daneben, Idiot. Oh Mann, sind die stur. Der Bürgermeister von Großfrostheim. Er freut sich gar nicht über unseren Besuch. Vielleicht gibt es Dinge, die Bombs lieber untereinander regeln? Fremde! Sagt, was führt euch nach Großfrostheim? Was? Die Kanone? Eine Kanone gibt es nicht in unserem Dorf. Unglaublich! Ich weiß genau, dass es hier eine Kanone gibt. Ich weiß ja, was ihr sagen wollt. Aber was es nicht gibt, gibt es nun mal nicht. Bro, und was ist denn das hier? Ist das eine Kamera oder was willst du mir jetzt bei echt machen? Okay, die Insignie ist sehr geschenkt. Nehmen wir einfach mal mit. Da kann man nur runterfallen. Aua. Ein Papa aus Großfrostheim. Er scheint gerade über wichtige Dinge nachzudenken. In seinem verschneiten Dorf zu philosophieren ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ah, oh, der Sternenhimmel und irgendwo da draußen die Weiten des Weltalls. Ja, da wollen wir auch hin. Ein Papa aus Großfrostheim. Wieso ist er so tief in den Schnee gegraben? Hä? Oder ist das arme Ding einfach nur eingesunken? Ich weiß es nicht. Ah, oh, diese herrliche Stille, dieser Frieden. Zwar etwas abgelegen und kühl, aber herrlich friedlich. Okay. Ihr seid wirklich ein seltsames Pack, aber kannst du mir nicht mehr erzählen? Was denn? Ich sagte doch schon, hier gibt's keine Kanone. Kollege, hier ist eine Kanone, siehst du sie nicht? Warte, sehen die nicht? Vielleicht denken die ja wirklich, dass es was anderes ist. Oder Moment mal. Vielleicht ist es nur eine Einbildung. Eine Täuschung. Vielleicht ist da keine Kanone. Okay, doch, da ist eine Kanone. Aber wie kommen wir da hin? Vielleicht kann uns Bartomb helfen. Er ist doch ein Bartomb. Vielleicht kann er mit ihm reden. Was denn? Ich sag doch schon, hier gibt's keine Kanone. Du bist der Bürgermeister, oder? Wieso lügst du uns an? Als ich das letzte Mal hier war, habe ich die Kanone mit eigenen Augen gesehen. Du bist ein Bartomb. Also solltest du es verstehen. Über diese Kanone darf außer uns Bob-Oms niemand etwas erfahren. Das Ding soll nicht für Kampf und Krieg eingesetzt werden. War mir schon klar. Musst du also gar nicht erklären. Wir müssen unbedingt zum Mond. Dafür brauchen wir die Kanone. Wenn wir das nicht schaffen, wird unsere Welt. Wird die ganze Welt vernichtet. Ja, so. Der Weltuntergang. Schwierig. Ihr müsst ja nämlich wissen, so, es gibt Probleme. Im Moment können wir die Kanone nicht benutzen. Hä? Probleme? Was soll das heißen? Hä? Spuck schon aus. Naja, um die Kanone zu benutzen, brauchen wir erst die Genehmigung von Goldfried. Er war der Erste, der damals Kanonen für den Transport einsetzte. Dann wurde er plötzlich reich und hat die Kanone einfach aufgegeben. Und General Bobomb, der die Kanone mehr als alles andere liebte. Er wurde entlassen und zog sich mit dem Kanonenschlüssel in irgendein weit entferntes Örtchen zurück. So, Goldfried und General Bobomb. Kennen wir die nicht beide? Ja, das ist die Situation. Um die Kanone zu benutzen, müsste man erst Goldfried und General Bob umfinden. Verstehe. Also gut, an diesem Punkt gibt es wohl kein Zurück mehr. Mario, wir werden diese zwei Bob-Oms schon irgendwie finden. Gut, dann kommt wieder, wenn ihr die beiden gefunden habt. Okay, also Goldfried ist auf jeden Fall ein Bad Glimmerich. Bob-Om weiß ich nicht. Wie hieß er? Bob-Om? Warte mal. Kannst du mir sagen, wie der hieß? Bronzbuch Vater. Ist eine Idee, wo General Bob um. Ein Bomb um. Vielleicht einem ruhigen kleinen Dorf. Er hat sich zurückgesetzt, wurde gesagt. Ich weiß, wo er ist. Aber warte mal, muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Also wirklich jetzt hier zurück in die Röhre? Diese zwei, drei Screens nach links? Werden wir hier von Piranhas und diesen Viechern verfolgt werden. Okay, ich werde den Rückweg zur Röhre noch machen.
Aber... Ja. Aber den Rest schneide ich. Weil dann müssen wir einfach nur zu unseren Abkürzungen hin und... Eigentlich wollte ich diese Kämpfe ja meiden, aber wenn ich schon mal drin bin... Es tut mir leid, ich muss es ausnutzen. Das ist so broken. Dass ich ja einfach... Dass ich ja einfach richtig viel Erfahrungspunkte farmen kann. Und das vor allem so einfach. Scheinbar habe ich ja auch super viel Zeit, mir hier das anzuschauen, was ich drücken muss. Krass. Wirklich, wirklich krass. Aber dieses Dorf ist schon irgendwie traurig. Irgendwie war das Dorf traurig. Ich weiß nicht, da war wirklich nicht viel los. Und es wirkte auch so, als wären die Bob-Oms, die da lebten, bisschen unglücklich mit der ganzen Situation und wo sie leben. Hast du auch so das Gefühl oder bin das nur ich? Okay, hier ist die Röhre. Also, soweit ich weiß, müsste sich Goldfried hier in Bad Limmerich irgendwo aufhalten. Ich bin mir noch nicht sicher, wo genau. Aber... Ah ja, doch, ganz am Anfang sogar. Hallo, Bamba, weshalb bist du diesmal hier? Oh, was? Du brauchst die Großkanone in Großfrostheim, um die Welt zu retten? So schlimm sieht's also aus, ja? Das ist in der Tat eine verzwickte Lage. Na gut, du hast uns schließlich auch viel geholfen beim Zug. Eigentlich wollte ich die Kanone schon lange wieder in Betrieb nehmen, tatsächlich. Aber bitte erzähl das noch niemandem. Meine Frau hat die Kanone immer zu viel Lärm gemacht, deshalb habe ich aufgehört. Aber ich stehe doch gerade neben und sie hört es doch. Aber man braucht sehr viele Münzen, um die Kanone betriebsbereit zu machen, weißt du? Es ist sehr kostspielig. Ich möchte sehen, wie viel es dir wert ist, die Kanone zu benutzen. Kurz gesagt, wie viele Münzen würdest du ausgeben, um die Kanone zu benutzen? Gar keine? Eine Münze? 64 Münzen? Alle Münzen. 64 Münzen, nicht eine weniger. 64 Münzen? Du verstehst wohl gar nichts von Geld, hä? Das bringt die Kanone nicht zum Knallen. Denk doch mal nach. Du willst mir wirklich sagen... Alle Münzen? Weil wenn das jetzt schon zu wenig ist, werden die anderen beiden Optionen nicht so gut sein. Wenn auch sagen können, gar keine. Okay, eine Münze. Okay, 40 Münzen. Nein, machen wir alle Münzen. Alles, alle 850, die wir gerade haben. Was, du willst all deine Münzen dafür ausgeben? Wirklich? Ganz wirklich? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass du das sagen würdest. Wenn du alle deine Münzen dafür ausgibst, hast du keine einzige mehr. Ist dir das klar? Ja. Aber wenn du alles ausgibst, das wirst du bestimmt bereuen, bist du ganz sicher? Ja. Wirklich? Bist du dir bewusst, wie viel deine Münzen wert sind? Du wirst es ganz sicher bereuen, willst du es wirklich? Ja. Soll ich wirklich alle deine Münzen nehmen, bist du ganz sicher? Dir ist klar, dass du nichts zurückbekommst. Okay, nein! Also doch nicht. Na gut, dann eben nicht. Du Idiot! Gar keine. Jetzt kriegst du keine mehr. Mm-mm. Für nichts gibt's nichts. Das Leben ist hart. Wusstest es nicht. Denk doch mal nach. Eine Münze, okay? Eine einzige Münze? Was soll denn nun das wieder heißen? Das bringt die Kanone nicht zum Knallen. Denk doch mal nach. Okay. Warum auch immer das Spiel mich mehrmals fragt. Ja, nein, okay. Okay, ganz wirklich. Ja. Ich habe keine einzige mehr. Das ist klar. Ja. Okay. Bist du ganz sicher? Ja. Wird das wirklich? Ja. Kriegst nichts zurück? Ja. Wenn das so ist. Alter, 815 Münzen einfach weg. Hm. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Na gut, ich gebe dir die Erlaubnis. Ernsthaft jetzt? Warte mal. Erlaubt mir, die Kanone in Großfrostheim zu nutzen. Das eben. Das war natürlich ein Witz. Ich will von dir keine Münzen dafür. Ich bin doch steinreich. Ich bin goldreich, Mann. Schade, aber ich hätte noch mehr Geld gehabt, gerne für ein Pakten. Hier hast du deine Münzen zurück. Na, deine Aktien kannst du woanders kaufen. Also dann viel Glück. Ich dachte schon. Okay. Hat mir ein bisschen Angst gemacht, aber gut. Oh.
Nächste Ratausgabe 6. Rudige Leute, heute früh wurde ein Handelsvertreter 30 daran gehindert, eine Flasche mit roter Flüssigkeit an Bord des Luftschiffs nach Falkenheim mitzunehmen. Von Versuch der Entführung bis zum Schmuggel reichten die Vermutungen, bis der Inhalt der Flasche als Würzmittel erkannt und der Handelsvertreter freigelassen wurde. Der verhaltene Kommentar des Vertreters auf unsere Nachfrage: Ich freue mich auf diese Art, die Feuersoße, ein neues Produkt unserer Firma, der breiten Öffentlichkeit vorstellen zu können. Wow, diese Feuersoße. Shopping-Innovativ, heute erforschen wir den Kiosk im Glimmerliner. Für die Fahrgäste ein Serviceangebot für den Inhaber einer Goldgrube. Sitzt das Geld auf Reisen lockerer? Dazu die Verkäuferin des Souvenirshops. Wer im Glimmerliner fährt, der fühlt sich ganz einfach reich, auch wenn er es eigentlich gar nicht ist. Ein Service für Radleser. Innerhalb der nächsten 15 Minuten bringen die Einkäufe den... Doppelte, ja... Rezeptecke. Heute lernen wir zu kochen wie die Profis. Für Tintenpasta kochen wir zunächst Powerpasta al dente und servieren sie mit einer Soße aus Tintensaft. Wie wäre es heute mit einem etwas luxuriöserem Abendessen? Zum Schluss, die X-Ausgabe von Rat wird die letzte sein. Auf keinen Fall versäumen. Nach diesem Chapter oder was? Wir werden sehen. Der einsame Bob-Umpf, von dem die Rede war, kann eigentlich niemand anderes sein als der Bob-Umpf, der hier so ein bisschen am Rumheulen war, das ganze Abenteuer lang über. Er hat sich ja zurückgezogen, aber ist klar jetzt, ne? Genau jetzt steht er hier nicht mehr, oder was? Ernsthaft? Das kann's. Der war doch hier! War der nicht hier? Bin ich verrückt geworden? Ich bin doch nicht verrückt geworden. Nein. Nein. Ey! Danke, Spiel. Sehr nett. Aber... Der war doch hier, oder ist er hier ganz rechts? Ich meine, der war... Hä? Er ist jetzt einfach nicht mehr da. Oder hat Gumbrina irgendwas Neues zu sagen? Lass uns bei den Dorfbewohnern nachfragen. Ja, das können wir ausprobieren. Du hast einen Friedenszug gebracht. Solltest du mir ein paar Items abkaufen. Leider freut sich. Okay. Mario, du bist der Bruder von Luigi. Mhm. Ja, wer könnte denn was wissen? Der Bürgermeister vergisst alles. Er war als Kind schon vergesslich. Ich bin auch vergesslich. Ob mir das klar ist? Okay. Auf jeden Fall hier auf dem Bildschirm müsste doch irgendwer da was davon wissen. Du vielleicht, Kleiner. Spielst du Paper Mario, Legende vom Mionentor. Ich will lieber Paper Luigi spielen. Hast du vielleicht eine Ahnung? Logan ist verstunden. Okay. Also er stand ja hier. Bin mir ziemlich sicher, dass er dort stand. Deshalb würde eigentlich er hier am meisten wissen. Das sind ziemlich einzigartige Sammlerstücke. Er hat auch keine Ahnung. Wen sollen wir denn fragen? Vielleicht den Cooper ganz vorne, da weiß doch über alles Bescheid. Hä, was? Der Bob-Umpf, der war bis vor kurzem hier, aber im Moment ist er wohl wieder auf Reisen. Ich glaube, er wollte auf eine unbewohnte Insel im Süden oder so. Was macht er auf der Isla Corsaria auf einmal? Hä? Also bitte sag mir jetzt, der ist hier. Auf Reisen. Auf einer einsamen Insel im Süden. Das müsste doch dieser Ort hier sein, oder nicht? Oder nicht? Was zur Hölle? General Bob-Umpf? Der war bis eben noch hier. Ist aber dann verschwunden. Hat noch was gesagt von wegen Stadt in den Wolken oder so. Was wird das denn jetzt für eine Quest? Geh da hin, der ist dort. Nein, warte, der ist doch dort. Geh da hin. Also, langsam fühle ich mich ja aber echt ein bisschen reingelegt. Also, er soll hier sein? Seid ihr euch jetzt auch wirklich sicher? Du weißt also mehr? Ja, General Bob-Umpf. Ja, ich weiß. Dieser weiße Bob-Umpf, ne? Der war schon oft hier. Aber in letzter Zeit habe ich ihn nicht mehr gesehen. Jetzt, wo du noch fragst, er hat etwas von einem großen Baum erzählt. Mann, was wird denn das? Langsam ist es wirklich nicht mehr lustig. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen soll, mit welchen Charakter man sprechen muss.
Weil manchmal ist es zum Beispiel direkt der erste, den du siehst. Manchmal ist es irgendeiner im Café. Ich hätte gedacht, ich müsste irgendwo im Gebäude mit jemandem reden. Aber okay, es war ein Gebäude, aber ich meinte in dem Hauptgebäude. Nee. Willkommen im großen Baum. Was? Das ist General Bob-Omb? Oh ja, den kenne ich. Das ist doch der weiße Papa mit dem prächtigen Bart. Aber der ist nicht mehr hier. Der wollte an irgendeinen ziemlich düsteren Ort, glaube ich. An einen düsteren Ort. Am Düsterdorf. Okay. Also wir waren jetzt wirklich an jedem einzelnen Ort. Das ist der letzte, wo wir noch nicht waren. Und wenn der hier nicht ist, dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Dann weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht, was ich noch tun könnte. Ich schätze, ich schaue nochmal überall rein, außerhalb in diesem Gebäude, aber er muss sich hier doch irgendwo befinden. Was ist das für einer? Geht auf Weltreise, genau da, wo wir ihn brauchen. Das gibt's doch nicht. Mit wem muss ich denn reden mit euch? Okay, ich guck mich mal um. Wer? General Bob-Omb? Ja, den kenne ich. Das ist doch dieser weiße Bob-Omb, oder? Bis vor kurzem war er hier bei uns im Dorf, ja. Wohin er gegangen ist? Tja, ich weiß nicht genau. Er schien müde zu sein und murmelte was von einer Kanone? Du willst mir ernsthaft sagen? Wir sind um die halbe Welt gereist. Nochmal. Nochmal. Nur damit er uns sagt, er ist wieder zurück im Großfrostgeheim. Ach. Wir schauen beim nächsten Mal dort vorbei. Was sollte das Spiel? Das fandet ihr lustig? Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet das hier machen müssen, ohne diese Abkürzungen, aber original gab es die gar nicht. Das muss doch der Horror gewesen sein. Also ich glaube, da hätte ich nicht mehr weiter gespielt, bin ich ganz ehrlich. Das muss ein Albtraum gewesen sein, ey. Und vor allem habe ich die Abkürzungen noch nicht freigeschaltet für Schneegebiet, also muss ich jetzt da nochmal extra hinlaufen.